ich hier eine Versicherung an. Ich am Anfang mit inhaltlich ist Staffel 2 natürlich nochmal komplett neu. Da haben wir nochmal komplett bei Null gestartet, haben neue Geschichten angefangen und erzählt. Das baut also nicht aufeinander auf. Aber so auch der pädagogische Prozess an sich, der ist eigentlich genau der gleiche geblieben. Also da haben wir wirklich bei Staffel 1 gemerkt, das funktioniert so, wie wir uns das damals gedacht hatten. Und das haben wir jetzt eigentlich genauso nochmal wiederholt. Vor allem mache ich jetzt ja nicht nur noch den Ton und die Musik, sondern bin jetzt eben auch mit einer Projektleitung, was viel Verantwortung mit sich bringt. Und vor allem der größte Unterschied sind natürlich die Teilnehmenden, die jetzt andere sind, also zum größten Teil. Deswegen hat sich das also vor allem geändert, aber die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich nicht wirklich geändert. Ich fand es total spannend, eigentlich wieder bei Null anzufangen. Es war alles komplett offen, es waren neue Leute und dann wieder ein großes Fragezeichen am Anfang. Was erzählen wir denn eigentlich? Also, in der zweiten Staffel von Moritzplatz geht es darum, dass eine neue Person, nämlich Omar, in eine Freundesgruppe kommt, die in der Neustadt lebt. Die Freundesgruppe ist ziemlich toxisch und Kim, also meine Figur, ist schon in der Freundesgruppe und dann geschieht etwas auf der Feier, sexuellen Übergriff und Kim merkt, dass sie da eigentlich irgendwie raus muss, aber sie kann es auch nicht so richtig, weil sie quasi keine anderen Leute außerhalb der Clique hat, außer ihre Oma. Aber ihre Oma lernt dann auch Omar kennen. Und dann hat Kim so das Gefühl, dass die ganze Welt sich gegen sie wendet und sie gar keinen mehr hat. Also meine Figur ist ein syrischer Junge, der aus seinem Heimatland geflüchtet ist. Also musste er in ein Wohnheim mit anderen Jugendlichen. Aber er kam mit denen halt nicht so ganz zurecht, weil er war schon länger in Deutschland so und hat sich so hier angepasst. Und deswegen fanden sie, dass er quasi seine Kultur aufgegeben bzw. verraten hat. Also hat er sich natürlich andere Freunde gesucht. Er ist dann irgendwie auf diese Clique gestoßen, sämtliche Aktivitäten dann hineingezogen und hat sich so quasi selber drin verloren. In dem Moment war es ihm nicht bewusst, was er tut. Ich denke, der Schwerpunkt ist dieses Mal eher auf dem Thema Freundschaft. Also wie entwickeln sich Freundschaften? Wie kann man sich aber auch aus toxischen Beziehungen lösen? Die Verhältnisse innerhalb der Clique und auch die Emanzipation aus einer, in dem Fall, toxischen Clique heraus. Ich denke, die Parallelen zwischen Familie und Clique sind sehr stark, von Staffel 1 zu Staffel 2 auch. Zeigt aber wahrscheinlich auch nur, dass dieses Thema, dieses wo fühle ich mich zu Hause, bei wem fühle ich mich wohl, egal in welchem Kontext, in diesem Alter, wo sich unsere Teilnehmerinnen befinden, einfach eine super große Rolle spielt, dass sich das in den Storys dann halt auch immer sehr stark widerspiegelt. Ich würde sagen, dass die zweite Staffel insgesamt ein bisschen rauer ist, ein bisschen düsterer, sich auch sehr teilweise schwierigen Themen widmet. Psychische Probleme zum Beispiel ist ein Thema oder so Panikattacken. Also es geht ganz viel um das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, um Einsamkeit, also wirklich auch schlechte, negative Gefühle. Und wir haben diesmal auch, das ist auch anders, den Fokus wirklich auf zwei Hauptcharaktere so ein bisschen gelenkt. In der ersten Staffel hatten wir vier und jetzt haben wir das so ein bisschen konzentriert und dabei aber diesen zwei Figuren, Kim und Omar, dafür mehr Raum schaffen können. Kim ist die beste Freundin von Ronja und die beiden hängen eigentlich schon seit sie sich kennen immer herum, machen sehr viel zusammen, aber es gibt dann Situationen, wo Kim durch schwierige Situationen gehen musste und Ronja nicht immer an ihrer Seite war. Ronja hat nicht dieses Einfühlsame, dieses Verstehen, warum es einer Person schlecht gehen könnte. Was spannend war, bei Staffel 2 haben wir jetzt auch Antagonisten in dem Sinne, die auch klar als solche zu erkennen sind. Ich bin fucking toxisch in letzter Zeit. Ich bin überhaupt... Alter, weißt du was? Verpiss dich zurück in deine scheiß labile Traumwelt und hab mir noch ein bisschen... Schulle ist natürlich der absolute Klickenboss. So. Er ist zwar asozial, aber nicht irgendwie eintönig, perfide, böse, sondern er hat auch irgendwas zu kompensieren. Er hat seine Probleme. Er hat auch in der Serie
zeigt ja teilweise auch charakterliche Stärken, meistens auch charakterliche Schwächen, aber es ist nicht einfach so eine monotone Antifigur für eben Omar. Schulle ist halt vor allem, führt zu jeder Person so eine Co-Abhängigkeit. Er braucht die Leute und er will dafür sorgen, dass die Leute ihn brauchen. Und das ist ein sehr interessanter Charakter, ja. Louis ist Mitglied in der Clique. Am Anfang gibt es eben diese Übergriffsszene zwischen ihm und Kim. Und das ist dann eben der Anhaltspunkt für die weitere Handlung und Entwicklung von Kim, dass sie sich ein bisschen zurückzieht und so weiter und dann aus der Clique entfernt. Louis verspürt gegenüber Omar Konkurrenz. Er hat Angst, dass Omar ihn verdrängt aus seiner Rolle als bester Freund von Schulle. Und Kim ist eben der Schwarm von Louis. Louis möchte unbedingt ihr näher kommen, weiß aber nicht wie und deswegen gibt es dann unschöne Momente zwischen ihm und ihr. Ich habe jetzt auch eine kleine Rolle bekommen. Ich spiele Shemsham. Der ist so Halbmitglied, glaube ich, in der Clique. Ich glaube, ich kann verraten, dass er der Drogendealer der Clique ist. Also was auch immer man nicht im Kiosk klauen kann, bringt er. Aber wie gesagt, Schauspielerei ist nur ein bisschen was. Und sonst, ich mache eigentlich überall mit, wo es geht. Also ich bin einfach hier, um alles mitzunehmen und zu sehen, was wird gebraucht, was macht man, wie dreht man eine Serie. Und ich glaube, ich weiß das mehr als vorher. Damit das erstmal alles zustande kam, gab es immer Teamtreffen. Und bei den Teamtreffen wurden hauptsächlich die Charaktere besprochen und beschrieben. Das Drehbuch hat natürlich der Drehbuchautor geschrieben. Wir haben das aber bei den Teamtreffen auch besprochen, haben Sachen geändert an dem Drehbuch. Szenen, die wir anders haben wollten, Szenen, die wir nicht mit dabei haben wollten, Szenen, die umgeschrieben werden mussten. Die Szenenstrukturen und die einzelnen Beats, die haben wir wirklich so in der Gruppe eigentlich erarbeitet. Und ich habe es dann im Grunde nur noch quasi ja, verschriftlicht. Und das kommt alles von den Teilnehmerinnen. Also alles, was da drin ist, alles, was an Ideen da drin ist, ist grundsätzlich Lebenserfahrung oder Interesse einfach der Jugendlichen. Jeder, der kommt, ist Teil des Writers Rooms. Es wurde ganz viel darauf Acht gelegt, was sind so wirklich, was ist das echte Leben von Jugendlichen hier in Magdeburg. Und dementsprechend, das wollten wir erstmal einfangen. Aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Wir hatten alle verschiedene Backgrounds, möglichst diverse Geschichten eigentlich finden. Gleichzeitig haben dann Schauspielworkshops schon stattgefunden, zusammen mit Jenny Langner, Schauspielerin. Und sie hat auch schon bei Staffel 1 uns gecoacht und begleitet und hat jetzt auch bei Staffel 2 wieder Bock gehabt. Das fand ich total cool, weil Jenny ist eine richtig tolle Persönlichkeit für sowas. Also die strahlt so viel Jugend und Spaß und aber gleichzeitig auch Professionalität aus. Vor allem in der Zeit vor dem Dreh war ich halt wirklich aufgeregt, so ob ich das schaffen kann. Ich habe auch wochenlang überlegt, ob ich überhaupt zum Casting gehe, ob ich das überhaupt so will. Also ich wollte schon, aber ich wusste nicht, ob ich es mich traue. Die Schauspielworkshops haben auch schon viel verändert so. Also einfach sich da so langsam ranzutasten, hat echt gut getan. Ja, also es wurde einfach leichter und ich habe irgendwie Kim auch besser kennengelernt quasi so. Und das fand ich ziemlich spannend. Wir hatten in den Schauspielworkshops natürlich uns viel mehr mit den ganzen Charakteren befasst, als es dann eben in der Serie gezeigt wurde. So, das heißt, man konnte sich sehr intensiv, also ich konnte mich sehr intensiv mit Schulle auseinandersetzen. Und er ist eigentlich ein sehr vielschichtiger Charakter. Ronja hat eine Beziehung mit Schulle. Was für mich persönlich am schwierigsten war, es gibt in der Serie zwei Kussszenen. Es ist nicht so einfach, so eine fremde Person zu küssen, so die man auch, wenn es intensive Workshops waren und intensive Tage, so ist es trotzdem nicht so, dass man die Person über Jahre kennt. Diese Schauspielworkshops haben mir auf jeden Fall viel geholfen, dieses Vertrauen aufzubauen, zu sagen, hey, das ist nicht okay oder ja, das geht noch, das ist okay, ein bisschen probieren. Ich habe dann gemerkt, wie verklemmt man eigentlich ist, vor anderen Menschen Emotionen zu schauspielern oder irgendwas zu machen, was einem vielleicht selber peinlich erstmal vorkommt, zeigen, also so, wie ich vor anderen Menschen eigentlich nicht reagieren würde. Man kann auch lernen, den Mut zu kriegen, auch mal was jetzt nicht Verbotenes oder Ekelhaftes, aber was Dummes zu machen oder irgendwas, wo man sich denkt, okay, das wäre jetzt mal peinlich, aber mein Gott, stehe ich drüber, ist ja lustig und dann macht man's mal. Ja. Was in dieser Gruppe auch echt krass war, die haben so eine übelste Spiellust mitgebracht. Das hat man auch bei den Dreharbeiten gemerkt, also die hatten einfach richtig Bock auf Schauspielerei die ganze Zeit und haben das so jede Gelegenheit uns quasi aus der Hand gefressen, wo sie das irgendwie machen durften. Und das, finde ich, sieht man auch, also es ist wirklich, man sieht, dass sie Bock drauf hatten, was sie da machen. Und so hatten wir natürlich unsere wöchentlichen Teamtreffen, wo ich das Team kennenlernen konnte und sie mich kennenlernen konnten. Und nebenbei haben wir eben die Drehs
ist geplant. Da musste natürlich sehr viel organisiert werden bei den ganzen Drehorten, wo wir gedreht haben, die Drehgenehmigungen eingeholt werden müssen und alles organisiert werden, dass wir dann auch wirklich anfangen können. War natürlich dann der erste Aspekt, den man so nebenbei machen musste. Haben da auch eigentlich so ganz klassisch einfach Spaziergänge durch die Neustadt gemacht und jeder durfte mal so seinen Lieblingsort zeigen. Und viele davon haben es sogar reingeschafft. Also zum Beispiel diese Holzhütte da auf dem Spielplatz, die haben wir bei so einer Tour entdeckt und saßen da drin und dachten, das wäre doch total cool, wenn hier irgendwas passiert. Oder auch diese Unterführung, in der Kim dann ihre Panikattacken hat. Wir haben total toll wieder von der Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke eine Wohnung gesponsert bekommen. Auch schon wie bei Staffel 1 so. Die fanden das irgendwie cool und haben uns das direkt angeboten, dass wir es nochmal machen können. Das heißt, wir hatten wirklich für den Drehzeitraum eine Wohnung direkt am Moritzplatz. Genau, auch noch eine Herausforderung war ein arabischer Kiosk. Und wir hatten verschiedene angefragt. Und irgendwie sind wir dann zu diesem Orienta-Supermarkt gekommen. Da hast du überlegt, so viel zu groß eigentlich. Brauchen wir ja bloß so eine Szene, wie jemand da eine Dose aus dem Kühlschrank nimmt. Aber als wir dann da drin standen, dachten wir so, wow, krass, sowas gibt's irgendwie. Das hatte ich selber auch noch nie gesehen. Einfach so ein riesengroßer Supermarkt voll mit arabischen Lebensmitteln so. Und war natürlich total klar, dass wir dann da was machen. Was für das Projekt auch total wertvoll war, dass wir in einer Wohngruppe drehen durften. Das ist eine Wohngruppe für minderjährige Geflüchtete aus vielen Ländern, aber vor allem syrische Leute. Zusammen mit denen haben wir dann eigentlich auch diese Figur Omar noch weiterentwickelt. Also die haben uns dann auch ganz viel erzählt, so wie die nach Deutschland gekommen sind zum Beispiel. Wir haben es in der Serie ein bisschen negativer gemalt, als es in echt ist. Also eigentlich sind die sehr gut miteinander klargekommen, auch mit ihren Mitbewohnern. Ja, diese ganzen Hintergründe zu haben, ist einerseits wichtig für die Serie, aber auch andererseits wichtig für einen persönlich. Und das war wirklich ein Moment, den ich wirklich im Gedächtnis behalten werde. Also im Grunde am Set war es eine Art Zwangstherapie. Also nicht Therapie in dem Sinne, sondern eher, man war halt gezwungen, mehrere Tage am Stück in der Gruppe auf engstem Raum von morgens um 7 bis abends was zu machen und zu arbeiten. Das fand ich eigentlich persönlich nicht schlimm, eher angenehm. Es hat mich irgendwie hat Spaß gemacht, zusammen mit den anderen zu schauspielen, die Pausen zu verbringen, vor der Kamera zu stehen. Wenn man so verschiedene auch Altersgruppen hat, das sind auf jeden Fall verschiedene Erfahrungslevel. Was mich halt überrascht hat, da ist halt nicht diese Dynamik halt eben entstanden, du bist jung und deswegen musst du uns zuhören, weil wir halt eben älter sind oder du darfst nur halt nur das machen, weil du jünger bist. Das war tatsächlich nicht so. Also wir haben viel voneinander gelernt. Man hat sich immer gefreut, wenn man sich gesehen hat. Und die Drehs waren ja auch nicht anstrengend. Also die haben lange Stunden gedauert, in der Nacht, in der Kälte, in der Hitze, also mit allem drum und dran. Und da ist natürlich so eine gesunde Gruppendynamik wichtig. Ich glaube, wir haben uns irgendwie alle so diesen Space gegeben, einfach wir selbst zu sein und haben uns alle so akzeptiert und mochten uns auch irgendwie. Es war echt schön. Ich habe mich immer wohl gefühlt bei allen. Ich mochte die Tage, an denen wir die Partyszenen in Wendelins Wohnung gedreht haben, sehr gern. Es war einfach viel, aber so auf eine gute Art. Ich glaube, man wurde so verschluckt von dieser ganzen Situation. Aber im Nachhinein denke ich sehr gern daran zurück. Was ich auch noch toll fand, ist eine Partyszene, die wir auch außen hinter Moritzplatz gedreht haben. Sie hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, weil wir in dieser Szene so viel improvisieren konnten. Und improvisieren ist eigentlich das Witzigste von allen, wie ich finde. Damit wir halt eben so eine crazy Situation hatten, mussten wir durch die Gegend springen. Wir waren alle ein bisschen aufgeschmissen von der Situation und wussten nicht wirklich, wie mache ich eigentlich Party ohne die Hilfe. Wir haben uns langsam, aber stetig reingearbeitet. Irgendwann haben wir echt Party gemacht, vor der Kamera und dann aber auch wirklich Probleme gehabt, während Drehpausen dann wieder aufzuhören. Warst du das Abdullah und Marek, unser Tonassistent, haben so eine ganz innige Beziehung irgendwie entwickelt. Also Kamerapausen so auf Marek zu retten, so eine total süße, innige Umarmung gegeben. Das kam häufiger vor und das fand ich total, auch total süß und das hat mich ergriffen. Alle drumherum, vor allem Stress und wissen so nicht, oh Gott, der Zeitplan, die Disposition. Sie war da am Blick nach links und so Abdullah und Marek so. Während der meisten Zeit hatte ich nebenbei Schule, wenn nicht gerade Ferien waren. Und ja, dann haben wir das Wochenende über gedreht und ich habe immer in den Pausen, wenn mal irgendwie Zeit war, gelernt und versucht, irgendjemandem so den Zitronensäurezyklus zu erklären oder so. Wegen der Zitrone. Das ist halt so Kreisläufe an sich. Ne? Ja, okay, aber dann geht's weiter. Und Zitronensäure. Zitronen. Echt ja auch.
Also allgemein in der zweiten Staffel, unabhängig jetzt von den Drehs, fand ich den Stunt-Workshop sehr witzig. Wir hatten relativ viele Prügelszenen im Drehbuch stehen oder auch sowas wie Omar zerschmettert eine Vase in der Luft. Und dann hatte mir ein Teilnehmer aus der Gruppe erzählt, dass er einen Stunt-Workshop hatte. Und so sind wir dann an Michael Bornhütter gekommen, der eine unglaubliche Vita hat als Stuntman und Stunt-Coordinator und Fight-Choreographer bei Babylon Berlin, bei Inglourious Basterds, bei Cloud Atlas. Also der hat bei unglaublich vielen großen Filmen mitgewirkt. Cool ist, dass Micha tatsächlich auch einfach ein Fable hat für so Jugendprojekte. Also es war richtig cool. Wir hatten einen richtig schönen Workshop mit Micha, wo er uns dann so die Basics gezeigt hat, an wie kämpft man miteinander, ohne sich zu verletzen, wie fällt man. Wir hatten ja einen professionellen Stuntman, der uns angeleitet hat. Und wir haben, glaube ich, so 6 oder 8 Flaschen, so Kunstglasflaschen, die halt relativ ungefährlich sind und leicht zersplittern, damit man mit denen halt schöne Sachen drehen kann, ohne jemanden zu verletzen. Wir hatten genau 7 und die sind arschteuer. Und beim Stunt-Workshop ging das schon los. Also Micha wollte Abdullah zeigen, wie zerbrechlich die sind, hat sie ihm in die Hand gegeben. Oh, oh. Aber die erste ging daneben und die zweite hat sofort geklappt. Und dann waren wir natürlich innerlich alle total erleichtert. Yeah! Weil Micha ja echt professionell ist und uns viel beibringen konnte, war dann auch bei den 2 Drehtagen in den Ferien dabei. Und die waren irgendwie super heftig, finde ich. Also Schauspielen hat mir eh sehr viel Spaß gemacht, aber dann auch noch mit diesen Stunts zu spielen, war irgendwie mega krass. Gab es einen Stunt und der Stunt war halt mega cool. Und da wurde ich halt so auf den Tisch geschmissen. Und klingt eigentlich nicht ganz so lustig, aber mehrmals über den Tisch geschmissen worden zu sein, das war eigentlich ziemlich lustig. Hat nicht viel getan, nein. Ich war ja geschützt. Professionell. Ich sag mal, ich mach viel mit. Ich bin auch der letzte Mensch, der Angst hat, irgendwie sich weh zu tun. Aber der Fahrradstand, da hatte ich schon ein bisschen Muckensauce. Also nach 10 Drehtagen wird man auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Aber es war immer sehr angenehm, weil ich würde sagen, wir haben uns alle untereinander sehr gut verstanden. Also ich persönlich habe mich immer darauf gefreut, so wenn der nächste Drehtag anstand. Also vor allem in diesem 10-Tage-Drehblock, als wir so quasi die ganzen Ferien durchgedreht haben, habe ich mich mega darauf gefreut. Und am Ende war ich sehr fertig. Aber ich war auch sehr traurig, dass wir dann so eine Drehpause hatten, weil ich alle mega ans Herz geschlossen habe. Generell erstmal, um von witzigen Momenten zu sprechen, den ganzen Drehtag am Set, man ist Banane im Kopf, also komplett Banane. So, da kommt nur noch Trash-Talk bei raus und ich weiß nicht, ein paar Sachen sind bestimmt auch aufgenommen. Ich bin morgen schon am Bier, sippe im schönen Studio, bin ziemlich deformiert. Wir sind alle wieder drauf, seit 7 Stunden, Beats und Poten, machen Paare nebenbei, denn wir schieben Kusch. Was bringt mir Ziel, wenn ich nicht Arbeitsdoppel-Ziel? Also Kim entwickelt teilweise auch über die Serie psychische Probleme und hat Panikattacken. Der hat auf jeden Fall eine ziemlich schwere Zeit. Und das war teilweise wirklich schwer zu spielen. Also vor allem die Panikattacken waren ziemlich intensiv. Die eine Panikattacke haben wir ja am ersten Drehtag, also an meinem ersten Drehtag gefilmt. Und das war wirklich hart, weil ich irgendwie noch nicht so gelernt hatte, mich und Kim so zu differenzieren, wenn ich schauspiele. Deswegen hatte ich dann ja Probleme, so uns beide voneinander abzugrenzen quasi. Also die Panikattacken-Szene zu spielen, da habe ich einfach an allen Gedanken festgehalten, und zwar, dass es mir gerade eigentlich echt scheiße geht und ich selbst so ein bisschen panisch geworden bin. So, aber als wir die Szene dann hatten, konnte ich aber wieder schnell zu mir selbst finden, dass man also bei einer Rolle wieder schnell zurück zu sich selbst findet und auch sich von irgendwelchen Charakterzügen nicht beeinflussen lässt. Man kann das nicht 10, 20 Mal hintereinander machen, weil das dann selber ja natürlich irgendwann, also das Schauspiel, das feuert dann irgendwann zurück und dann fühlt man sich selber total schlecht. Und ich glaube, das war für Julia und für Abdullah auch eine riesige Herausforderung, das zu spielen, und für mich dann auch, das da irgendwie durchzuleiten, ohne dass sie traumatisiert nach Hause gehen. Ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft, aber es war wirklich eine Herausforderung, diese Panikattacken oder generell dieses Gefühl, Angst darzustellen, ohne dass das so auffrisst als Schauspieler. Aber bei der zweiten Panikattacke war das definitiv schon leichter und ich habe dann einfach versucht,
so zu denken wie Kim quasi oder was Kim denken würde, vor allem mit Abdullah so, war es auch leichter, weil irgendwie, wenn da noch eine andere Person ist und die andere Person ist auch in der Rolle, in der sie sein soll, dann finde ich es persönlich leichter, sich da auch reinzufinden. Dadurch, ja, dass wir einfach die ganze Drehzeit zusammen verbracht haben, so er war halt irgendwie immer da, wenn ich auch da war. Ich glaube, wir hatten vielleicht so 2 Drehtage ohne einander, also echt wenig. Und das hat uns so verbunden. Am ersten Drehtag haben wir schon eine Szene zusammengespielt, in der wir uns sehr gut verstanden haben. Und dann war es auch nicht ganz so schwer, später die Szenen zu spielen, in denen wir uns weniger gut verstanden haben. Also wir haben so viel zusammen gedreht und wir haben einfach so viel Zeit am Set zusammen verbracht. Wir mögen Mathe. Wir haben es auch gelegentlich eine Mathe am Set geteilt. Wir haben beide am selben Tag Geburtstag. Susi und Paul haben eine Überraschungsfeier für uns organisiert im offenen Kanal. Und deswegen haben wir unseren Geburtstag zusammen verbracht. Das war sehr schön. Neben allen Teilnehmenden, die auch Interesse an Ton hatten und dann, nachdem sie zweimal die Angel in der Hand hatten, dann irgendwie lieber andere Sachen machen wollten, gab es halt wirklich einen, der mir immer zur Seite stand, und das war Marek. In der ersten Staffel kam ja leider Corona und da, wie wir drehen konnten, leider sehr eingeschränkt. Und als das dann so wieder losging, dass dann auch andere Leute ans Set konnten, hat mich Susi einfach angeschrieben so, hey, willst du Tonassi sein? So, Paul, zeig dir alles, wie es geht. Und ja, dann war es dann so. Ich habe dann Ton gemacht über die erste Staffel hinweg und dann auch in der zweiten weitergemacht, weil Ton ist cool. Der hat es dann irgendwann wirklich so gut gemacht, dass der auch, als ich krank war, übernehmen konnte und dem ich zugetraut habe, das alleine zu machen. Ja, Tonmänner haben schon eine besondere Connection, muss ich sagen. Also er hat mir wirklich sehr viel gezeigt. Es war jetzt auch nie so, dass er gesagt hat, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Es war eher so ein Zusammen, hey, wie können wir jetzt die Situation lösen, dass wir da so und so viele vor der Kamera haben und jeder braucht Ton. Es war dann schon so weit, dass ich dann gesagt habe, das macht mir Spaß, so Medien, Filme produzieren oder allgemein Kameras, Tontechnik macht mir Spaß. Und das war dann so weit, dass ich dann im offenen Kanal hier ein FSJ gemacht habe letztes Jahr und dann jetzt dieses Jahr angefangen habe, eine Ausbildung zu machen zum Mediengestalter Bild und Ton, weil ich gemerkt habe, das macht mir Spaß und das hat Moritzplatz wirklich maßgeblich beeinflusst, dass ich jetzt in die Richtung gegangen bin. So, da dachte ich mir, okay, cool, der hat auf jeden Fall gut was mitgenommen und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich den hatte, weil der hat es wirklich top gemacht. Also was Paul dann in der Postproduktion noch in Sachen Musik da reingegeben hat, war halt einfach krass. Da hatten wir dann einen Filmmusik-Workshop gemacht, auch mit den interessierten Teilnehmenden, und sind in die Villa Wertvoll gegangen, die uns Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, unter anderem eben das Tonstudio. Uns war irgendwie relativ schnell klar, dass die Gruppe Hip-Hop hört. Davon ab wollten wir auf jeden Fall die Musik, die Kim hört. So eher so 90s, 80s. Musik. Ähnlich hatten wir es gedacht bei Omar. Wir haben uns letztendlich für Rock entschieden. So haben wir auch versucht zu erklären, dass diese beiden nicht unbedingt zu der Gruppe gehören. Also sind verschiedenste Musikrichtungen entstanden, die letztendlich irgendwie das Klangbild zeugen. Und wir haben, glaube ich, auch noch nie so viel Gesang aufgenommen. Was sich richtig gut getroffen hat, dass ja Wendelin auch Rapper ist und dann einfach auch super viele Songs einsingen konnte. Oder habe ich eigentlich nur aus Spaß gesagt, wir brauchen da einen neuen Track, der genauso einen Schlager-Beat hat, wie dort im Hintergrund zu hören, dass man den halt nicht mehr hört, nur unseren. Und dann haben wir halt angefangen, beim Mittagstisch dann so einen Schlager-Hit zu entwickeln. Und alle haben dann irgendwie noch Verse hinzugefügt und dann hat währenddessen Basti schon einen Beat gebaut. Spüren wir die Leidenschaft, bitte verlass mich nicht. Das ist halt so ein Track, der relativ schnell entstanden ist, der auch nur für 5 Sekunden gefühlt in der Serie zu hören ist. Aber der bei der Entstehungsweise einfach enorm viel Spaß gebracht hat. Sommern in Gommern ist dabei entstanden. Well, Abdullah, willst du was zum letzten Drehtag sagen? Es ist traurig, dass der letzte Drehtag ist. Aber ich freue mich auch, dass wir nach so einer langen Drehpause auch wieder drehen. Ich wollte auch noch was sagen. Und zwar hätte ich nicht gedacht, wenn man mich sofort vielleicht 3 Monate gefragt hätte, nicht gedacht, dass mir bei einem Dreh mal warm sein wird. Also so echt nicht.
Und zu warm erst recht nicht. Was ist das denn jetzt? Ich meine, hier ist Sonne und so grün. Der letzte Tag war auf jeden Fall so einer der schönsten und emotionalsten Tage natürlich. Wir mussten einen Drehtag verschieben, ganz lange, weil immer irgendwer nicht konnte. Und mussten dann quasi eine Szene mittendrin, die Basketball-Szene, im April drehen, während die anderen Szenen im Januar, Februar gespielt haben. Das heißt, auf einmal waren die Bäume grün, auf einmal war es in den Jacken richtig warm und irgendwie sah auch alles nicht mehr so aus wie vorher. Und die Frisuren waren kürzer oder länger, je nachdem. Das ist schon eine lange Zeit, die man miteinander verbringt. Und man denkt nicht so wirklich drüber nach, wenn man in diesem Moment ist. Aber sobald man am letzten Tag dabei ist, merkt man schon, ja, das einiges ist schon passiert, ne? Also, Wie fühlst du dich gerade? Das heißt, Julia und Abdullah sind abgedreht. Völlig abgedreht, die Leute. Weil dann nochmal so alle zusammengekommen sind. Und irgendwie war so fast so eine traurige Stimmung manchmal, weil man wusste, es ist der letzte Drehtag, danach ist es vorbei. Aber am Ende saßen wir trotzdem alle so zusammen und konnten nochmal so über das Projekt reden und haben uns alle gut verstanden. Es war sehr schön. Ich meine, Susi und Paul haben so unglaublich viel Energie in das Ganze rein investiert. Also ich fand, sie beide waren einfach Herz und Seele der Produktion. Und ich finde es der Wahnsinn, mit welcher Motivation sie die ganze Zeit dabei waren, weil sie haben krass viel Arbeit geleistet. Und ich weiß, die beiden sind teilweise echt fertig. Einfach, weil sie super viel arbeiten und super viel Energie in das ganze Projekt reinstecken. Aber sie haben immer weiter mitgezogen und das ist der Hammer. Also ich habe riesen Respekt vor ihnen und wenn ich mal jemals in einem Projekt so krass drin sein könnte, wie sie es waren, dann bin ich echt happy, glaube ich, damit. Ich weiß, wenn man ein Projekt leitet, dass man immer sehr viele an andere denken muss, wegen den Zeiten, wegen dem Essen, wegen sonstigen Kram. Und es ist halt nicht einfach und das stresst auch einen mega. Also wenn das Susi hört und Paul, dann möchte ich euch auf jeden Fall sagen, ihr seid nicht nur krasse Leute, sondern ihr seid mutige Leute. Weil diese Kraft, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, ist echt nicht einfach. Und das sind Themen, die echt schwierig sind. Ich finde es irgendwie krass, wie gut sie so eine Mitte zwischen auch so einer freundschaftlichen Basis und dann so diesem Professionellen gefunden haben. Und ich denke, irgendwie ohne Paul und Susi wäre diese super gute Stimmung am Set nie so zustande gekommen und dass sich alle so wohl gefühlt haben. Also ich glaube, da haben sie einfach einen mega krassen Teil für geleistet. Das war cool zu sehen, wie wir einfach uns entwickelt haben von Leuten, die eine Ahnung von dem zum Thema haben, Professionelle, die dabei sind und eben Leute, die halt total neu dazugekommen sind. Waren einfach tolle Welten, die aufeinander geknallt haben eigentlich am Anfang und die nicht so wirklich zusammengepasst haben. Aber dann irgendwann haben wir es echt geschafft, ja, eine Gruppe zu werden und insgesamt dann einfach zu verstehen, was wir wirklich wollen mit dieser Serie. Für mich persönlich, was ich dabei lerne, ist, keine Angst davor zu haben, neue Sachen auszuprobieren. Gerade so die Stunts, ich hatte nie wirklich gedacht, dass ich auch mal so die Chance habe, das mal auszuprobieren. Und auch generell so am Set zu sein. Und das war halt einfach ein super Einstieg in die Schauspielwelt, um alles zu erfahren, um das Set kennenzulernen, auch hinter der Kamera zu stehen. Das hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich habe einiges gelernt. Also zum einen, weil es mir gezeigt hat, dass auch so zum Beispiel durch den offenen Kanal halt so voll möglich ist, Projekte zu verwirklichen. Ich habe nochmal gemerkt, wie viel Spaß mir Schauspiel macht. Kim hat mir auch einiges gezeigt. Ich glaube, es ist schwer, das für andere Leute verständlich zu machen. Es ist eher so ein Gefühl in mir. Auch wenn die Situation mega schwer ist, gibt es irgendwie einen Ausweg. Und das, denke ich, Kommunikation auch irgendwie ein mega großes Ding ist. Und dass es voll okay ist, sich halt Hilfe zu holen, wenn es einem psychisch schlecht geht. Ich hoffe, die Story kommt gut rüber. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dabei gewesen sein zu können. Ich habe eine komische Zeit währenddessen durchgemacht. So. Und es kam halt viel zusammen. Und trotz allen Schwierigkeiten, denen ich eben dem Set-Team und was auch immer bereitet habe, ich meine, wegen mir musste ein Dreh verschoben werden, weil ich kurzfristig arbeiten musste. Das hat halt wirklich alles verschoben. Das war ein Riesendreh.
Die Leute hatten trotzdem Einfühlungsvermögen und Verständnis und wirklich alles dafür getan, dieses Verständnis eben auch für mich aufzubringen. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht wieso. Ja? Das sind Leute, die man erst kurzfristig kennengelernt hat. Trotzdem war das eben, haben die immer an einen geglaubt oder immer, waren trotzdem für einen da. Und ich hoffe wirklich, dass das, was mir gegeben wurde, ich wenigstens in kleinem Maße zurückgeben kann, indem ich der Serie irgendwie einen schönen, kleinen, guten Beitrag oder dazu geleistet habe im Schauspiel. Ja. Und ich glaube, ich bin auch ein großer Film- und Serienfan. Es war auch für mich schön, wirklich zu erfahren, wie es ist, mal am Set zu sein. Ich habe jetzt einen ganz anderen Blick auf Film und Serien, einfach weil ich weiß und mir vorstellen kann, wie es gedreht worden ist. Und ich liebe Drehs und Set-Atmosphäre. Das ist immer ein besonderes Gefühl. Ja, die 3,5 Jahre waren für mich persönlich natürlich auch ein super cooler Prozess, mich auch als Autor auszuprobieren, und hat in mir halt auch den Wunsch bestärkt, dass ich selber mehr machen möchte und dass ich selber auch was Eigenes schreiben möchte, aber auch in so Projekten weiterhin involviert sein möchte. Also das ist meine persönliche Erkenntnis aus diesem Projekt und da bin ich auch super dankbar. Aber darüber hinaus ist das Wichtige und was man auch immer noch spürt, ist diese Wertschätzung der Jugendlichen, die an Staffel 1 und Staffel 2 teilgenommen haben, die sich super mit diesem Projekt identifizieren und da echt Herzblut drin haben und auch das Gefühl haben, sie haben was beigetragen. Und das ist eigentlich das, was übrig bleibt von so einem Projekt. Das lässt mich eigentlich auch immer in dem Gedanken zurück, dass wahrscheinlich viele Jugendserien das so machen müssten, sich wirklich mit der Zielgruppe auseinandersetzen zu müssen. Was mir dieses Projekt auch gezeigt hat, ist, wie wichtig solche partizipativen Projekte sind, weil es gibt ganz viele davon, aber ich kenne keins, was so langfristig ist. Und der Effekt dabei ist eben, dass man wirklich mit den Teilnehmenden über alles sprechen kann, wenn sie es denn wollen. Man einen tierisch guten Einblick in deren Leben bekommt, wenn sie es zulassen und wenn sie selber auch von sich aus erzählen und man ihnen dann auch in vielen Momenten auch wirklich weiterhelfen kann. Und das, glaube ich, funktioniert vor allem gut, wenn man so viel Zeit miteinander hat, weil man dann erst richtig die Zeit und die Möglichkeit hat, sich kennenzulernen. Deswegen bin ich sehr gespannt und hoffe darauf, dass es weitere solche Projekte geben wird. Ja, Magdeburg-Moritzplatz als Projekt geht jetzt zu Ende. Über 60 Jugendliche waren daran beteiligt. Das macht schon ein bisschen sentimental. Also es war für mich auf jeden Fall wesentlich mehr als ein Job. So, es war und ist die Welt für mich. Es hat mir super viele Türen geöffnet, super viele Erfahrungen ermöglicht und man hatte irgendwie das Gefühl, dass man wirklich auch den Jugendlichen was geben konnte, genauso wie sie mir unglaublich viel gegeben haben. Ja, also was richtig, richtig Wertvolles, so pädagogisch in dem Sinne auch für mich, weil ich natürlich auch super viel gelernt habe. Aber ich hoffe eigentlich, dass wir irgendwann eine dritte Staffel drehen können. Wir haben da mega Bock drauf. Ich würde das richtig wertvoll finden, wenn wir das beibehalten können und wenn wir das so als kleine Tradition quasi in Magdeburg etablieren können, dass es halt eine Serie gibt, die mit Jugendlichen zusammen entsteht und die mit Jugendlichen gedreht wird in der Neustadt oder vielleicht auch in einem anderen Stadtteil. Aber ich finde das eigentlich was richtig Einzigartiges, was wir da gemacht haben. Und deswegen fände ich es richtig schön, wenn wir da irgendwie die Chance haben, das fortzuführen. Drei Staffeln und ein Film. Das war auf jeden Fall weird. Sehr. Hauptsache, das wird jetzt nichts Regelmäßiges. Ich schwöre, das erzählst du keinem. Das ist ja schon gut. Soll ja keiner merken, dass der coole Oma gar nicht mal so krass ist. Schönen Tag noch. Ich auch. Das will man, ja. Okay. Wo ist der Druck? Und, Alter, das habe ich nicht gemacht. Nice. Ja, musste voll wieder sein. Alter! Laufen lassen? Aber ich bin noch nicht warm genug fürs Skateboard. Weißt du? Julia guckt so. Oh. Alles gut, mir geht's gut. Ich war beim Spider-Man-Stunt-Workshop. Sorry. Bei dir alles cool soweit? Oder kann ich dir irgendwie... Wie sieht das danach aus, ne? Ich hätte gar keine Ahnung.
Aus dem Pflaster oder was? Ich weiß nicht. Das ist Hummus? Oh, oh. Sag mal, Oma, ja? Hättest du nicht Lust, mir mal so richtig arabisches Kochen beizubringen? Ich glaube, ihr versteht euch eigentlich recht gut. Wenn du heute Abend Feierabend hast, komm doch einfach mal vorbei. Vielen Dank für den Einkauf. Einfach anzünden und werfen. Wow. Wirf weg, wirf weg! Scheiße! Was ist mit dir los? Fuck, Alter! Chill halt!